Warum stelle ich mir denn selbst so absolut unlösbare Challenges? Hä? Das muss ein Fake sein, das geht nicht. Boah! Hier ist ja eigentlich auch noch so eine Sache. Hey Leute, was geht? Dani hier bei Spielen mit Maps and Games. Und Leute, könnt ihr euch noch erinnern, Kahn und ich haben doch auf Häuser reagiert von Zuschauern. Und da war so eins dabei, das ist mir total im Gedächtnis geblieben. Und zwar war das so ein Partyhaus. Und das war, glaube ich, auch gleich das erste Haus, was wir uns angeschaut hatten. Und das war so cool. Aber es sah halt auch extrem schwer aus, das nachzubauen. Und deshalb mache ich das heute einfach mal. Da stecken wahrscheinlich irgendwie 400 Stunden Arbeit drin. Und ich will das jetzt heute in einem Video zumindest mal das Wohnzimmer versuchen nachzubauen. Ich glaube, dafür brauche ich aber definitiv noch ein bisschen mehr Robux. Hey Leute, vielleicht kennt ihr das Roblox-Star-Programm. Da sind wir auch Teil von. Ihr könnt einfach, wenn ihr sowieso schon Robux kauft, nachdem ihr das Einverständnis eurer Eltern bekommen habt, hier klicken, den Code Spiel mit eingeben, den hinzufügen und dann unterstützt ihr uns. Und zwar war das so ein Partyhaus. So eins hier. Soll ich die Außenfarbe auch gleich mal verändern? Das war hier pink. Dann machen wir das doch auch. Nee, nicht dieses pink. Anderes pink. Huch. Anderes pink. Diese pink? Okay. Ich glaube, dieses pink war das. Und ich möchte jetzt das Innenleben hier zumindest im Wohnzimmer weitestgehend nachbauen. Und ich würde sagen, ich lege jetzt direkt mal los. Ich habe hier nebenbei das Video von uns laufen. Okay, ich glaube, ich fange mal hier vorne an mit dem Sitzbereich. Das ist eine sehr schöne Farbe und die wird hier noch sehr oft verwendet. Deshalb wäre es ganz gut, wenn ich das finden würde. Keine Ahnung, Leute. Absolut keine Ahnung, welche Farbe sie hier verwendet. Ich bin hier einfach schon wieder ein Blindenfisch. Vielleicht nehme ich auch die richtige. Aber das sieht halt nach so einem super schönen Ockerton aus. Und bei mir ist das kein super schöner Ockerton. Vielleicht hat sie bei dem Boden eigentlich diesen helleren Ton hier verwendet. Nee, es ist auch nicht genau. Keine Ahnung, ne? Ich habe absolut keinen blassen Schimmer. Ich mache es jetzt mal so, aber das ist es leider nicht genau. Weil ich kann mich jetzt ja auch nicht Ewigkeiten an der Farbe aufhalten. Wie nice das wäre, wenn ich das einfach könnte. Ich einfach so schön einrichten könnte, wie ihr das könnt. Mega mäßig. Ich wäre nicht mehr aufzuhalten. Leute, wenn das Video heute online geht, ich weiß, heute um 17 Uhr kommt das Winter-Update. Endlich. Aber wo ich es jetzt gerade drehe, ist es leider noch nicht online. Boah, was hast du denn da für eine Couch stehen? Sind so Holzbeinchen dran. Das hat diese Couch hier nicht. Ich bin schon extrem stolz auf mich, dass ich es überhaupt geschafft habe, hier mal die richtige Couch und so zu finden. Okay, ich glaube, damit habe ich
den Sitzbereich fertig tatsächlich. Dann mache ich mich jetzt an deinen ultra krassen Kamin, der halt sowieso einfach alles toppt und ich befürchte, dass ich wahrscheinlich nochmal umbauen muss, weil ich hier zu wenig Platz habe. Keine Sorge, ich krieg das schon hin, vielleicht. Irgendwann nächstes Jahr. Oh! Mann! Ja, das war doch jetzt absolut gar keine Panik, oder? Keiner hat hier Panik bekommen. Niemand hat hier Panik bekommen. Also jetzt ist spannend, weil ich bin mir jetzt gerade doch gar nicht mehr sicher, in welcher Farbe sie die Wand hat. Nee, doch, ich glaube, die Wand ist wirklich weiß und sie hat dann diese Wand hier nur komplett eingefärbt. Könnt ihr mir bitte unbedingt mal in die Kommentare schreiben, welcher Farbton das bei ihr ist, den ich einfach nicht finden kann? Kleiner bei ihr. Ist das schlimm, wenn ich eine größere Leinwand habe? Nicht, oder? Das stört doch bestimmt niemanden. Netflix-Ecke. Okay, dann Bäumchen. Boah, ich habe, glaube ich, voll Mist gebaut. Ach, voll falsch geworden, was ich gemacht habe. Ich habe hier viel zu nah dran gebaut. Den Kamin. Oh, jetzt komme ich gar nicht mehr klar. Ich könnte den Kamin jetzt ein Stück verkürzen. Geil, geil, geil. Oh nee, sie hat da ja auch noch eine Garderobe dran. Och nee. Hä, und die hat sie diese Knöpfe da gemacht? Ich check das nicht. Hä? Was ist das denn? Ist das mit Discs?
Ey, guten Morgen. Das ist doch... Wie soll ich denn das... Ey, jetzt mal ernsthaft. Wie soll ich das denn bitte hinkriegen? Warum stelle ich mir denn selbst so absolut unlösbare Challenges? Und wie sind denn diese Knöpfe da? Und was ist das? Und... Hä? Wie kommst du zu diesen Knöpfen dort? Was ist das? Was ist das? Das geht doch alles nicht. Hast du das mit kleinen Disks gemacht? Und wieder? Nein, das geht doch alles auch nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Das muss ein Fake sein. Das geht nicht. Das kann nicht funktionieren. So, und der hängt ja da. Okay, dann baue ich jetzt erstmal noch dieses hier. Das sieht so aus, als könnte ich es hinkriegen. Als würde ich jetzt vielleicht nicht direkt dran verzweifeln. Nee, doch, warte, ich nehme es zurück. Wenn du dieses Video siehst, mit diesem super schönen Haus, kannst du mir bitte mal in die Kommentare schreiben, mit was du diese Kommode hier an der Wand gemacht hast? Ich check es nämlich nicht. Ich check es nicht! Okay, und jetzt noch das, was ich eigentlich am relevantesten finde, weil ich es mega schön finde. Und zwar... hat sie so eine Trennwand da drin. Und ich habe keine Ahnung, wie sie die gemacht hat. Absolut keinen blassen Schimmer, weil da sind so super dünne Platten. Wie ist das gemacht? Wie? Weil so schlanke Ziegel gibt's nicht. Meine Überlegung war jetzt, ob sie vielleicht diese Regale hier genommen hat. Aber das passt dann halt wieder nicht mit den Stäben, die da dran sind. Gucke ich jetzt mal die Regale durch und es passt auch rein höhenmäßig gar nicht. Das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Ich mache es jetzt trotzdem mal damit, weil ich jetzt einfach keine andere Idee habe, wie ich es machen kann. Schreibt es mir mal in die Kommentare, wie das geht. Ihr wisst es bestimmt. Bin mir sicher. Irgendjemand ist hier dabei, der weiß, wie das funktioniert. Vielleicht war das ja auch irgendwann mal so ein Special von irgendeinem Event, was ich gar nicht haben kann. Schon wieder Mist. Es gibt doch keine perfekten Werke. Wie soll das gehen? Wie? Er leidet gerade einen absoluten Nervenzusammenbruch wegen Roblox. Ah! Okay, nein, du bleibst so. Das ist mir jetzt egal. Das ist jetzt eine kleine Schönheitsmacke. Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Das ist halt hier schön und gut und so. Aber ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Das ist einfach zu heftig für mich. Das ist mir einfach zu krass.
Was hast du hier gebaut? Was ist denn das? Guck mal, ich bin noch nicht mal auf dem Fußboden. Egal, das ist jetzt, das steht da jetzt, das steht jetzt halt da über. Das steht jetzt halt da über. Das ist in Ordnung. Ich kann damit. Und ich kann doch nicht damit leben. Ich kann doch nicht damit leben. Oh mein Gott, was habe ich jetzt getan? Was habe ich jetzt getan? Kann ich das nicht rückgängig machen? Ich will das bitte rückgängig machen. Hallo, ich hätte gern mein Geld zurück. Ich würde das gern rückgängig. Kann ich diesen. Okay, gut, alles gut. Okay, gut, alles klar. Okay, jetzt muss ich da nur noch Sachen reinstellen. Ich kann nicht mehr, Leute. Ich kann nicht mehr. Ne? Mich macht das so fertig gerade, dass ich einfach überhaupt keinen Durst habe. Ich bin nicht eingerichtet. Könntest du mir das mal erzählen, bitte? Bitte teile deine Weisheit mit mir. Wie schwer bist du? Nee, ich. Boah! Nee, ich. Hier ist ja eigentlich auch noch so eine so. Auf, Leute. Ich gebe das auf. Ich kann das nicht. Ich schaffe das nicht. Ich kann das nicht. Es tut mir leid. Ist schön gewesen. Ich kann das leider nicht. Du kannst es viel besser. Bitte teilt eure Weisheit mit mir. Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich ja nicht gefunden? Ich kann nicht mehr. Tschüss! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.